Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer frisch-frechen Aufnahmesession von The Witcher 3 Wild Hunt. Blood and Wine, die Technik und ich, wir sind aktuell keine Freunde. Ganz aktuell saß ich jetzt eben 1,5 Stunden an der OBS-Software, weil sie mir alle Einstellungen gelöscht hatte, weil sie irgendein beknacktes Update hatte. Und es war ein bisschen mein Fehler. Es war irgendwas Offensichtliches, aber ihr kennt es. Es ist irgendwas Offensichtliches, was fehlt, damit wieder alles passt. Und ich habe 1,5 Stunden gebraucht, bis mir dieses Offensichtliche aufgefallen ist, ohne ins Detail zu gehen. Aber deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen genervt, aber das können wir gar nicht gut auslassen. Und zwar, der andere Grund, warum die Technik und ich keine Freunde sind, und das finde ich noch skurriler, bei der letzten Aufnahmesession ist meine Festplatte voll gegangen. Meine interne Festplatte von meinem Computer war voll. Aber OBS kam nicht auf die Idee, mir das zu sagen. Nö, OBS hat einfach lustig weiter vor sich recorded, ohne mir das mitzuteilen. Und dementsprechend hat er die letzten 2 Folgen meiner letzten Aufnahmesession... Naja, er hat sie aufgenommen, aber er konnte sie ja nirgends abspeichern, weil die Festplatte ja voll war. Dementsprechend habe ich, waren die letzten 2 Folgen, werdet ihr nie zu Gesicht bekommen, die existieren nicht mehr, die existieren nur noch hier oben. Nur ich werde mich da oben und hier irgendwo in meinem Herzen an diese Folgen erinnern können, ansonsten existieren sie halt einfach nicht. Das heißt, aber, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich konnte es rekonstruieren. Also, rekonstruieren, das hört sich so dramatisch an. Die Speicherstelle, die ich hatte, ginge noch weit genug zurück, um alles, was ich in diesen 2 Folgen waren, die halt dann einfach nicht mehr existent sind, um das nachzuholen. Gut für euch, schlecht für mich, weil das dicke Ding hier, vor dem wir stehen, ist tatsächlich eine Hanse. Alles andere war jetzt nicht so dramatisch, da können wir ja dann nochmal zu kommen, wenn es soweit ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Aber ich war eigentlich sehr froh, diese Hanse hinter mich gebracht zu haben. Sie war halt schon nervig und ich habe es nicht geschafft, den Typen zu töten. Und dann hat er halt noch mehr Leute geholt und das wird jetzt wahrscheinlich nochmal passieren. Aber da ich gerade richtig schlechte Laune habe wegen dieser OBS-Aktion, gibt's jetzt einfach mal hart was aufs Fressbrett. So, wo ist das? Ja, klar, läuft er jetzt direkt hin und holt seine Freunde. Das werde ich nicht mehr schaffen. Ich verschanze mich direkt irgendwo hier draußen. Und hau ihn von hier aufs Maul. Sollen sie doch alle kommen? Ich mach sie ein bisschen blind. Sie kommen gleich von allen Seiten. Da muss ich nur ein bisschen aufpassen. Aua. Das letzte Mal habe ich auch einfach mutig vor mich hingehauen. Eine Bombe hätte ich jetzt schon ganz gern noch. Aua. Ja, gut, läuft so mittelmäßig. Die Hunde gehen mir auch ein bisschen auf den Keks. Ein Schluck auf angehext? Ja, das Ding ist auch, wenn ich weit genug weggehe, hauen sie irgendwann wieder ab. Es gibt mir die Gelegenheit, eine neue Bombe rauszusuchen. Mit dem Eis finde ich immer noch so lustig. Ich habe das ja auf meinem Schwert. Ja, das waren natürlich nicht alle. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen reinwagen und den Rest ausschalten. Insofern sie denn ankommen. Also, wie gesagt, ich habe das hier alles schon mal gemacht. Ihr wisst Bescheid. Ich sag Bescheid, sobald es wieder blind wird. Aber da, so ist halt die Technik. Ja, die Scheißtechnik! Die Scheißtechnik, Leute! Ihr könnt euch freuen, dass ihr sowas in eurer Scheiße Zeit noch nicht hattet. Hansehund, ey! Jetzt geht mein Schwert auch noch kaputt, ey! Ihr macht mein Schwert stumpf! Zum zweiten Mal! Hat er mich gerade trauriger Lump genannt? Komm schon, Mädel. Ja, warte mal kurz. Ich muss mein Schwert reparieren. Oh Gott, ich hoffe, dass jetzt gerade zumindest alles, diese Aufnahme hier funktioniert. Ich will das jetzt nicht nochmal machen müssen. 2-mal reicht's. Wo seid ihr hin? Na, wo seid ihr hin? Ah, wo ist das vor? Wo? Oh, da hinten ist der Wicht, den ich auch noch töten muss. Ein zweites Mal.
Ich esse gerade die ganze Zeit Früchte, weil ich Angst habe, dass sie treffen mich so hart. Dabei treffen sie mich kaum. Bis gar nicht. Ja, das haut mich kurz von den Füßen, aber ansonsten... So, wo ist der Rest von euch? Das letzte Mal wart ihr aber mehr. Oh, die gehen mir ein bisschen auf den Keks. So, da hinten steht einer mit seinem Bögelchen. Da kommt direkt der nächste angerannt. Stecken die sich denn alle? Das waren viel mehr das letzte Mal. Der hat doch auch sein Signalfeuer. Ja, okay, da sind jetzt noch ein paar. Ich will aber auch nicht so da ins Enge. Kommt lieber mal nach hier hinten. Da springt noch einer rum. Hallo. Hier bin ich. Kleines Autochen. Er hat brumm brumm gemacht. Schnappt euch die Kurtisanenbrut. Meiner One-Hit. Ja gut, er war aber auch nicht geschützt oder irgendwie so. So, was haben wir hier noch? Ach, ist das jetzt die Kavallerie? Na, kommt mal her. Okay, war. Oh, scheiße, der stand direkt hinter mir. Und rückrollen! Nein, ich will hier raus. Siehst du, genau das wollte ich nicht. Ich wollte mich nicht in die Enge treiben lassen von irgendwem. Noch mehr? Ja, los und singelt mich. Ehrlich zu sein, würde ich jetzt langsam mal da hochgehen und den Main-Typi töten. Ich weiß nämlich gar nicht, ob sie spawnen. Ich bin durch Zufall das letzte Mal einfach bei dem Hauptboss gelandet. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie spawnen, wenn das Feuer entfacht wurde. Okay, jetzt komme ich da nicht hoch. Weil er noch voll im Kampfmodus ist, so. Ah, das ging ja. Wie gesagt, ich hoffe echt, dass die Aufnahme jetzt gerade läuft und dass ihr das zu sich bekommt. Ein drittes Mal mache ich das hier nicht! Jetzt macht ihn alle! Ja, ihr seht ja, der Typ hat nichts drauf, der hat kein Schild, deswegen hau ich den um. Vorsicht! Gleich fällt er von selbst, gleich knockt er sich selbst aus. Boah! Finisher! So, jetzt müsste es eigentlich so wie das letzte Mal. So wie das letzte Mal? So wie das letzte Mal? So wie das letzte Mal? Da. Alle gemeinsam. Das letzte. Vielleicht muss ich die anderen doch noch töten? Schick dich, Rattenfratze. Ich hatte das Gefühl, das letzte Mal ist es dann einfach, nachdem ich den Haupt... Ja, genau das. So wie das letzte Mal halt, ne? Oh. Gut, hätten wir das jetzt auch geschafft. Zum zweiten Mal. Ich zumindest. Hast du einen Augenblick für mich? Aber natürlich. Benachbarten Lager sich zerstreuen und zweifeln aus Rittern und Monstern ein in die. Einziger Hexer gegen einen ganzen Haufen Bastarde.
Und er macht sie alle platt. Okay, jetzt. So komisch. So, so. Sternling Straggen aus dem Hause von und zu Arschkramp hat ins Gras gebissen. Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Du hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Straggen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin ihm vor einer Weile begegnet. Wie bitte? Das muss ein ganz übler Halunke gewesen sein. Anständige Leute tragen diesen Namen nicht. Mit den übrigen Straggens kenne ich mich nicht aus, aber dieser Straggen war auf keinen Fall anständig. Er hat ein böses Ende gefunden. Zu Recht. Du hast den Bastard unter die Erde gebracht. Ich wusste es. Das haben Druiden für mich erledigt. Sie haben ihn lebendig verbrannt. Oh, wie schön! Wie schön! Kenn ihn nicht, die Geschichte. Keine Ahnung, von welchem Straggen er da spricht. Zeig mir doch mal dein Angebot. Ich weiß gar nicht, ob ich... Kann ich was verkaufen? Habe ich das letzte Mal hier etwas verkaufen getan? Das hat mir ein Geschenk, ne? Das würde ich vielleicht eher in meiner Bude ausstellen. Kannst mir, glaube ich, noch mal... Ja, die beiden würde ich gerade mitnehmen. Kann ich immer gebrauchen. Alright, I thank you. Bis später. Okay, verzeiht mir, aber ich habe keine große Lust, hier jetzt noch durch die Gegend zu looten. Endlich kehrt der Ritter heim. Doch ich werte gerade nochmal alles auf und dann ziehen wir weiter. Das war die Hanse. Das war tatsächlich das, was ich mich am meisten, worüber ich mich am meisten geärgert hatte. Dass ich es nochmal machen muss. Und dafür habe ich es doch nochmal ganz gut hinbekommen, finde ich. Ohne mir selber auf die Schulter zu klopfen. Ich habe gar nicht erst versucht, den Typen einzuholen, der sein Feuerchen da machen wollte. So, ich speichere einmal kurz. Gut, dass ich immer so viel speichere. Wobei ich setze, ich hatte halt echt Angst, dadurch, dass ich so viel speichere, komme ich nicht mehr so weit zurück. Ich habe halt die eine Nebenquest auch schon gemacht. Die war mir sehr wichtig. Die hatte ich aber ganz am Ende dieser verlorenen Folge von der zweiten gemacht. Deswegen war mir klar, dass wir das auf jeden Fall noch zusammen machen können. So, hier war ein Wicht mit einem Schatz. Wo ist denn der Wicht jetzt hin? Das Medaillon vibriert. Ach so, nee, war kein Schatz. Du, Ah, die Viecher, ey. So viel dazu. Nee, das war kein Schatz. Das war hier so ein Ort der Macht. Ich erinnere mich. Aber den nehmen wir natürlich auch mit. Für den Fertigkeitspunkt, den ich nie wieder irgendwo reinhauen werde. Ich weiß nicht, weil ich das jetzt mal Fertigkeitspunkt verteilt habe. Das mache ich vielleicht später. Jetzt will ich tatsächlich erstmal das abarbeiten, was ich schon alles gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie ich hier dann lang bin. Habe ich das hier mitgenommen? Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Bei dem Fragezeichen da vorne weiß ich zum Beispiel auch schon gar nicht mehr, was es war. Bei diesem einen Haus mit dem Fragezeichen, da kann ich mich dran erinnern. Das, was jetzt kommt, muss ich selber gleich mal gucken. Da kommt irgendwas, was ich nicht will. Och, Leute. Na, nicht die Viecher. Nein, nein. Nein, 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 nein. Just no. Geh mir nicht auf den Keks. Ich habe Wichtigeres zu tun. Eine Himbeere zu essen zum Beispiel. Gut, die gibt's aber auch irgendwelche. Was war denn hier, ey? Ah, Wildhunde. Ah, stimmt, das war so ein Banditenlager, das jetzt aber Wildhunde übernommen haben. Ich erinnere mich. Ich nehme alles mit. So, das hätten wir dann auch. Finde ich gut. Okay, ich habe ehrlich gesagt, ich habe das alles schon mal durchgelesen. Ich gebe es euch kurz. Falls es euch interessiert, ihr habt es bekommen. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen durchrushe, aber ihr kennt das. Wenn man irgendwas gemacht hat... Boah, ich muss mich einmal ein bisschen bequemer hinsetzen.
Ich glaube, ich sitze auch ein bisschen hoch. Oh Mann, dieses ganze OBS-Drama eben hat mich auch nochmal völlig rausgebracht. Ich dachte, das letzte Mal hätte mich genervt. Aber es war wirklich so eine Kleinigkeit. Er hat halt meine Einstellungen gelöscht. Und ich dachte, ich hätte sie alle wieder richtig eingestellt. Aber ich hatte da massive Synchronisitätsprobleme. Und nur, weil ich in einer Spalte nicht noch den Delay mit eingegeben hatte. Es war sehr, sehr dumm. Und es ärgert mich immer noch sehr, dass ich dafür fucking 1,5 Stunden gebraucht habe. So, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich glaube, da hinten war auch noch ein Fragezeichen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Hier weiß ich auch, was uns erwartet. Das muss Delaunays Anwesen sein. Ja, und durch die Tür komme ich nicht rein. Spoiler! Deswegen suche ich mir einen Umweg. Die Person in Not müssen wir retten, ganz genau. Kannst du dein Schwert mal wieder einstecken? Na komm, du bist das letzte Mal auch hier hochgekommen. Oder nicht? Durch Zufall das letzte Mal hier hoch? Okay, das letzte Mal bin ich, glaube ich, anders. Naja. I don't know, I don't care. Hauptsache was auf die Fresse! Du kriegst mich nicht, alle Graugurgel. Schneller! Oh, ich habe keine Bomben mehr. Ey, mit deinem scheiß Pfeil und Bogen. Der macht auch Brumm. Warum machen die alle Brumm? Und jetzt spielt er noch mit seinem Hammer. Alter, Poser! Ah, schöner Finisher war das. Damit werde ich nicht fertig. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich, es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Das Anwesen sieht verlassen aus. Gehört es dir? Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Er wird vermisst. Aber mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhöhle ist. Oder jedenfalls war. Dank deines Heldentums, Meister Hexer. Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Danke. Bis dann. Genau, hier ist irgendwie ein lustiges Kabel, das irgendwie ganz komisch aussah. Ein Teil von der Katzenrüstung müsste es sein. Da habe ich mich das letzte Mal auch dumm und dämlich gesucht, bis ich auch gerafft habe, dass hier nur eine ist. Okay, hier nochmal der Brief. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Genau, das ist das erste Schemata der Katzenrüstung. Wir suchen die jetzt aber nicht weiter. Habe ich das letzte Mal auch nicht. Die 10 Kronen nehme ich dir ab. So, irgendjemand hatte den Schlüssel hier raus. Befehl für Ruben. Ja gut, den Befehl kannst du dir eh schenken. Strang ist tot. So, dann haben wir den hier auf jeden Fall auch gerettet. Viel kommt nicht mehr. Ich glaube, ich bin hier nicht lang. Ich glaube, ich bin dann straight. Ist hier eine Person in Not? Ist es ausgegraut? Ja, oder? Ah ja, ich glaube, das war hier mit der Weinfehde, so ein Ding. Ich glaube, ich bin direkt runter zur Quest und das würde ich tatsächlich wieder genauso machen. Weil dann würden wir in dieser Folge all das schaffen,
Was ich das letzte Mal in 2 Folgen geschafft habe. Aber auf jeden Fall all das, was verloren gegangen ist, was dann, naja, halt nicht mehr blind ist. Und nach der Quest wäre es dann wieder blind. Von daher reiten wir da jetzt hin. Kriegen das vielleicht in dieser Folge auch noch gestopft. Und ab der nächsten ist es dann wieder komplett blind und wir gucken, wie es dann weitergeht. Das finde ich ganz gut. Das letzte Mal. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Das letzte Mal, als ich hier war, war es Nacht. Ist nicht ganz so gruselig jetzt. Kampfspuren, Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster. Aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Blut, noch frisch. Der Monsterangriff ist noch nicht lange her. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht? Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Ich habe doch reichlich Warnungen aufgehängt. Eben damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass 2 Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Boris, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie de Salvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Trotzdem Mumpitz. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir 2. Aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte die keinen Namen haben?
Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, 2 Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast 2 Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Jocaste hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht töten, sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja. Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Zerstörte Fässer, der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein 2. Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es 2 Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren, damit der Basilisk sie zerstört. Wann können sie die Versicherung kassieren? So, da ist die Duftwolke. Ich gehe mal nicht ein auf das, was er sagt. Ich habe ja schon eine Hintergrundinformation. Jetzt habe ich die Duftwolke verloren. Da ist sie. Oder auch nicht. Himmel, Herrgott's Willen. Warum denn so ein Zickzock? Zickzack. TikTok, was? Ich hab's verloren. Wo ist es hin? Da oben ist es. Nee, da runter geht's. Ah! Du folgst mir! Okay, nee, da kam ich doch her. Wow! Was ist denn hier los? So. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Das ist ein Fragezeichen. Das ist mir jetzt mal gar nicht aufgefallen. Komm da jetzt. Da haben wir den Geruch wieder. Wo denn? Ach, da. Genau wie ich es mir dachte. Das 2. Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Das lese ich gerade vor. Lieber Gastorf, deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf de Salvaris führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die da große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Dementsprechend hat er sogar teilweise recht. Es war den Leuten völlig egal, dass sie hier ihre Kaufmänner durchschicken, weil sie ja wussten, die Kohle kriegen wir trotzdem. Und das ist schon ein ziemlicher Arschloch-Move. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen? Sie wird sich nicht in ihrem Nest aufhalten, solange Krieg. Jamor, Ouvri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen?
Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Ich entscheide mich natürlich so wie das erste Mal. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann ein Wort. Da freut er sich. Hexer. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Du hast Jocasta verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocasta gewiss erschlagen. Ich brauche nicht mehr. Gib es lieber den Familien der Opfer deines Haustierchens. Das ist edel von dir, Meister. So soll es sein. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Ja, ich weiß nicht, ich war mir das erste Mal noch unsicher. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, aber ich habe mir dann tatsächlich ein YouTube-Video angeguckt und angeblich kann man später nochmal zurückkommen und dann liegt sie hier ganz friedlich in ihrem Nest und greift einen auch nicht an. Und ich hoffe, der Typ baut jetzt einfach so eine Art Vogelkäfig um seinen Besitz herum. Oh, guck mal, die Statue. Nimmt richtig Form an. Baut einfach mal so einen riesigen Käfig hier rum und dann kann ja auch niemandem mehr wehtun. Und das letzte Mal habe ich halt echt hart gezögert und wirklich die Zeit fast ablaufen lassen. Aber keine Ahnung, es hat sich nicht richtig angefühlt, die Yukuko oder wie er sie auch genannt hat, zu töten. Ja, mit dieser Entscheidung muss ich leben. Ein zweites Mal. Und damit hätten wir jetzt den Teil, der nicht blind war und den ich aufholen musste. Ab der nächsten Folge geht es dann wieder ganz unwissend in eine gefährliche Zukunft weiter. Dam, dam, dam. Jetzt hoffe ich erstmal, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn ich es schon kannte und mir hat sie auch gefallen und dass ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.